Bein. Steig jetzt in das Boot. Und so sieht also der neue Kratos aus. Aus God of War. Willkommen, meine verehrten Freunde, auf meinen Kanal. Und wie man hier schon sehen kann, und wie gesagt, spiele ich ja gerade das Spiel God of War. Das Spiel ist gestern gerade frisch rausgekommen. Ja, und ich habe vor, jetzt ein paar Let's Plays damit zu machen. Und mal gucken, wie es so ankommt. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Mal gucken, was ich mit diesem Baumstamm gerade vorhab. Hätten sie doch gleich den Baumstamm als Boot benutzen können. Wäre doch viel einfacher. Junge. Das reicht aus. Und ab ins Boot. Die gezeichneten Bäume den Fluss aufwärts folgen. Also die Grafik sieht schon mal in diesem Spiel Vater? Ziemlich gut aus. Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter darüber nach. Ja, Vater. Und hier gleich absteigen. Und immer auf die Schulter damit. Die wollen bestimmt einen Maibaum aufstellen. War ein Scherz. Und der Clan hier scheint wohl sein Sohn zu sein. In den letzten God of War Spielen war der ja noch nicht da. Also dies hier ist jetzt kein vierter Teil, sondern es ist der erste Teil einer komplett neuen Reihe. Das war der letzte. Und jetzt Holzhacken. Dort sehe ich meine Mutter. Gleich ein paar Kerzen für sie anzünden. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, dass sie Kratos so ein Holzfällerbad gegeben haben.
nach Hause. Du bist frei. Die Musik passt richtig dazu, finde ich. Metall kann heiß werden. Tut mir leid. Einfach kühlen. Genau, mit ein bisschen Schnee. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kleines Erbgeschenk für ihn. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann. Und wo sind die Hirsche? Hier lang. Einfach der Nase nach. So, und nochmal, willkommen auf meinem Kanal, meine verehrten Freunde. Und zum allerersten Vater, Teil dieser Let's Play-Reihe. Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Ja klar, packen wir. Aber erstmal muss ich diese Gegend hier noch nach Items absuchen. Hier glänzt was. Also das kann ich sicherlich gebrauchen. Verloren und wiedergefunden. Neues Artefakt. Zum Anzeigen. Wo muss ich da drauf drücken? Verloren und wiedergefunden. Wir haben beim Haus dieses kleine Spielzeug gefunden. Ich hatte einmal ein ähnliches. Ich glaube, es ist Teil eines Sets. Wenn wir noch mehr finden, könnten sie einiges wert sein. Na, mal gucken, ob wir den Rest auch noch finden. Eins von vier habe ich schon. Also das eben war das erste. Was haben sie denn hier gebaut? Steine übereinander gestapelt? Für so ein Ritual oder was? Hier wird gerade die Frau eingeäschert. Ich gehe mal da vorne nachsehen. Ich dachte, wir gehen jagen. Gehen wir auch gleich, mein Kleiner. Gleich geht's los. Wo ist denn das Boot jetzt hin? Gehen wir mal kurz in das Haus hier rein. Mal gucken, ob es hier was zum Mitnehmen gibt.
da hinten. Zum Jagdrevier geht's hier lang. Komme ja gleich. Na, hier gibt's wohl nichts mehr zu gucken. So, und weiter geht's. Was hast du gefunden? Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Sehen Sie sich mit R um. Drücken Sie Option und dann Dreieck. Option. Dreieck. Na, das brauche ich jetzt nicht. Rüstung. Fähigkeiten. Ziel. Spielen wir mal einfach weiter. Hier ist wieder was. Erkunden Sie die Welt, um wertvolle Ressourcen zu finden. Junge, was ist hiermit? Gut. Aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Werkzeuge? Theoretisches Wissen hat der Kleine aber. Ja. Obwohl sie eigentlich auch gleich die Werkzeuge jagen könnten. Ziemlich gute Grafik, aber auch fast so wie bei Horizon Zero Dawn. Was liegt hier? Verloren und wiedergefunden. Verlorene Spielsachen gefunden. Schon das zweite. Ging ja schnell. Hier liegt eine Truhe. Jo, einfach draufhauen. So geht sie schneller auf. Obwohl sie dadurch allerdings nicht lange hält. Wer stellt die eigentlich die ganze Zeit auf in diesem Wald? Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Hätte es anstelle Hirsch heute eben Wildschwein gegeben, wäre auch nicht schlimm gewesen. Wie Obelix, der hätte sich gefreut. Über den Spalt springen mit Kreis. Jo, genau. Oh. Halt, Hirschspuren, frisch. Hier lang. Schön, schön. Vielleicht gibt es ja doch noch Hirsch. Halten Sie L nach vorne gedrückt und drücken Sie Kreis. Nichts einfacher als das. Oh, da ist ja der erste. Beziehungsweise einer. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Hacksilber, was ist das denn? Kann man daraus Met machen? Hier ist wieder eine Truhe. Bomben.
Hacksilber. Wieder. Hier war ich hier schon? Ja. Hacksilber. Was ist das hier für eine Kette? Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Wie, der Hirsch macht Brücken kaputt? So eine staunen Tiere laufen hier rum. Nach rechts drücken. Halten Sie L2 gedrückt. Drücken Sie R oder R2, um die Axt zu werfen. Kein Problem. Los. Und die Axt, ist die jetzt weg? Oh, was ist hier passiert? Drücke Dreieck, um die Axt zurückzurufen. Ja, so eine Axt hätte ich auch gerne. Ist das eine Zauberaxt? Da ist der! Warte! Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht! Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Ja, so ist es eben beim Jagen. Manchmal schießt man im Daneben. Was sind das jetzt für Viecher? Du bist nicht bereit. Bleib zurück. R1 für einen leichten Einbruch und R2 für einen schweren Angriff. Zack. Du bist tot. Orks sind das nicht, glaube ich. Immer schön R2 drücken für einen schweren Angriff. Zack. Du bist Geschichte. Komm, komm. Da ist schon der nächste. Noch ein Schlag und noch ein. Yeah. Ja, von hinten angreifen gilt nicht. Waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Draugan. Geh weiter. Hier glänzt wieder was. Mit Heilungssteinen können Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen. Okay. Wo ist der Kleine? Ach, da. Erkunden wir mal wieder kurz die Umgebung, ob es hier was zu finden ist. Ich sehe noch mehr Spuren. Oder wir folgen dir. Hier ist wieder eine Truhe.
Rücken Sie Kreis, um die Kette zum Klettern benutzen. Das ist wohl die Kette von eben. Ups, hier laufen die auch rum. Scheiß Wölfe. Ihr steht unter Naturschutz. Das ist die Axt. Ihr steht zwar unter Naturschutz, aber fertig mache tue ich euch trotzdem. Gesundheit und wieder ein bisschen Energie getankt. Was ist das, eine Truhe? Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Da hat Gratos recht. Sie waren nur hungrig. Was? Die Wölfe, sie waren nicht bösartig. Sie hatten Hunger. Ja, Hunger auf uns. Das hatten sie bestimmt. Verloren und wiedergefunden. Verlorene Spielsachen gefunden. Belohnungen. Fähigkeiten, Karte. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ziel. Gehen wir am besten mal einfach die Kette wieder schnellstens hoch. Der Kleine springt schon richtig auf die Schulter. Holen wir uns erstmal das, was hier hinten ist, was hier so rumliegt. Wir halten Hacksilber wieder. Vorsicht an der Kante, Junge. Und hoch damit. Gibt's hier was zu holen? Wie es aussieht, nicht. Sackgasse. Hui, mit der Axt kann ich das ja auch kaputt machen. Sollten wir hier drin sein? Cool, die Vasen kann man auch kaputt machen. Wie in den letzten Teilen. Öffnen. Diese Truhe ist durch Ruinenmagie verschlossen. Finden Sie irgendwas? Irgendwas stand da gerade. Keine Ahnung. Ich sehe vorne nach. Da oben. Na, dann gehen wir voran. Da oben ist der Hirsch. Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Mama ist nicht da. Also darfst du das. Da.
ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Gegner Gesundheitsbalken. Im Kampf wird der Gegner Gesundheitsbalken über ihm angezeigt, wenn er Schaden erleidet oder wenn Kratos ihn anvisiert. Wieder ein bisschen neue Energie. Zielen Sie mit L2 und drücken Sie R1 oder R2, um die Axt zu werfen. Na denn. Ziehen wir mal auf seinen Kopf. Gibt mir schon richtig Anweisungen, finde ich ganz cool. Na, sind noch welche hier? Bestrarium aktivieren. Draugar. Mutter sagt, Draugar seien gestorbene Krieger, deren Seelen zu stur und wild sind, um nicht mehr zu kämpfen. Es heißt, sie schlagen die Walküren in die Flucht, die sie mitnehmen sollten, und beleben sich dann selbst wieder, indem sie ihre vorherige Form etwas anderen verwandeln. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst und greifen alles an, was ihnen begegnet. Sie sagte auch, dass sie in verschiedene Formen und Größen auftreten und einige sollen sogar besondere Kräfte haben. Draugar kämpfen mit gefährlichen Waffen, aber sie gehen nicht selber gekonnt mit ihnen um. Nicht so wie Vater mit seiner Axt. Wenn wir auf ihre Bewegungen achten, können wir leicht ausweichen oder blockieren. Also nichts Schlimmes. Tollwütiger Wolf. Ich habe Wölfe immer bewundert, aber diese hier greifen uns augenblicklich an. Ich vermute, sie sind tollwütig. Sie betrachten uns wahrscheinlich als Nahrung. Man sagt zwar töten oder getötet werden, aber sie sind auf ihre eigene Weise anmutig. Und sie zu töten macht mich traurig. Zum Glück wird Vater das hier wahrscheinlich nicht lesen. Tja, ich bin gerade dabei. Muss das Tor aufgehen. Du kannst doch einfach unter durchkriechen. Hier würde doch sogar Kratos durchpassen, durch dieses Loch hier. Aber wie es aussieht, muss ich das Tor öffnen. Muss ich bestimmt die Axt verwenden. Was ist das da oben? Da muss ich erstmal studieren.
Wie geht das Tor auf? Ach, ich muss, glaube ich, an der Kette ziehen. Das sieht man hier ganz einfach. Hier sind Gewichte dran. Und hier geht die Kette runter. Ziehen Sie mit L an der Kette. Drücken Sie zum beenden Kreis. Das Tor muss hoch. Ziehen Sie mit L2 und drücken Sie R1 oder R2, um die Axt zu werfen. Ach, ich muss das hier bestimmt einfrieren. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Und jetzt hole ich die Axt wieder. Toll. Gesundheit. Gleich wieder ein bisschen extra Energie. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Hacksilber erhalten. 603. Mal schauen, wofür das noch ist. Gehen wir erstmal hier die Kette hoch, weil man... Ich will jetzt erstmal ganz entspannt das Spiel durchspielen. Gibt es hier was zu holen? Wieder ein bisschen Energie. Immer genau die Gegend beobachten. Man weiß nie, was man hier noch alles braucht. Ups, das war jetzt keine Absicht. Alles kurz und klein hauen erstmal. Die Tür. Hier, Junge. Das sind Skell und Hutt, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Neuer Auftrag. Mehr als nur Mythen. Ziel. Fähigkeiten. Wir gucken uns das am besten später nochmal an. Erstmal können wir hier ja weiter mehr zum Thema Spielen hier übergehen.
Dass es Kratos ständig kalt ist, weil es ist Winter und er rennt hier mit freiem Oberkörper rum. Na, hast du den Hirsch gefunden? Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Halten Sie L2 gedrückt und bewegen Sie rechts, um Atreus zu helfen. Ausatmen und loslassen. Mit Viereck schießen. Ich glaube, ich muss nur hierhin. Hierhin. Jo, getroffen. Gut. Erste Sahne. Das Abendessen ist serviert. Er lebt noch. Tja. Kehle durchschneiden, würde ich sagen. Bei ihm. Nein. Bring es selbst zu Ende. Los, Kleiner, das schaffst du. Atreus. Ich kann nicht. Du hast ihn umgebracht. Jäger müssen eiskalt sein, sagt man immer. Ui. Atreus! Das ist ein Troll. Kämpfen wir etwa? Was sagt er? Atreus Pfeile. Drücken Sie Viereck, um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann Viereck, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. Schön zu wissen. In der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt werden. Wir haben keine Wahl. Den packen wir. Wie man hier unten sehen kann, habe ich den schon ein bisschen geschwächt. Muss erstmal ein bisschen Sicherheitsabstand einhalten. So ein Drittel habe ich den schon ungefähr geschwächt. Links von mir. Hab's gehört. Dann machen wir noch fertig. Yeah.
daneben. Bin noch nicht so weit. Na, das machst du noch einmal mit meinem Sohn. Dann bist du Geschichte. Gleich haben wir eine. Ich weiß, das wird für unser Abendessen werden. Da haben wir wenigstens genug zu essen dran. Jetzt den Gnadenstoß. Mal mitten in die Fresse rein. Und jetzt den Kopf umdrehen. Sie haben es gezeigt! Junge. War doch ein Kinderspiel für den Anfang. Der ist schon längst dort. Junge, sieh mich an. Sieh mich an, Junge. Junge, sieh mich an. Erledigt. Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch... Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. So, meine sehr verehrten Freunde. Nach diesem Kampf mit diesem Troll... Ich bin bereit. Beende ich jetzt erstmal diesen Teil des Let's Plays und mache ein anderes Mal weiter. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss.